Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Wir fangen jetzt, oder wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich als wir schlafen gegangen sind. Und wie wir sehen, haben wir Hofarbeit gleich null. Wir haben Muscheln gesammelt, die uns auch einiges an Geld geben, tatsächlich. So wie Harz. Fischen, ja gut, waren halt eine magische Miesmuschel. Haben ein paar Fasern, mit nur so eine verkauft, und haben dadurch einen Gesamtgewinn von 113 Gold erwirtschaftet. Es ist nicht so pralle, aber gut. Es brauchen wir halt, ne? Wir werden in diesem Part definitiv erstmal uns drum kümmern. Hab ich die Energie wieder, ja. Ach, wenn ich mich früher ins Bett lege. Ah, okay. Gut zu wissen. Jetzt bewässere ich erstmal alles, was ich hier brauche. Natürlich, nachdem ich erstmal alles vom Boden geschüttet habe. So. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich diese Folge gleichzeitig im Anschluss aufgenommen habe. Die wird aber erst eine Woche später rauskommen. Beziehungsweise, wenn ihr diese Folge seht, dann ist eine Woche auf jeden Fall schon mal rum. Kann man hier wieder auffüllen? Jo, kann man. Nice one. Ich brauche mehr Holz. Am besten brauche ich aber sogar tatsächlich eine Axt für diese, für den Stumpf hier. Aber okay, man kann halt nicht alles kriegen. Boah, die Energie geht da runter. Junge, Junge, Junge. Ist das übel. Ah, stimmt. Das wollte ich noch machen. Ich brauche den Weg hier frei. Deswegen werde ich hier ein bisschen den Weg runterbauen. Falls wir nämlich mal von unten kommen wollen. Das klingt gerade ziemlich falsch. Wäre schon ganz nice, wenn wir dann hier einen Weg haben, wo wir uns durchbahnen können. Ja, ein Spitzhacke ist nicht stark genug, dachte ich mir schon. Oh, ja. Sieht aber ziemlich nice aus, muss man sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich aber trotzdem. Ah, komm schon. Gut, dann hacken wir hier noch ein bisschen Steine ab. Können wir immer gebrauchen. Gut, das war's. Ich habe jetzt den Weg geebnet. Falls wir von unten nochmal kommen, dann schon wieder so eine Zweideutigkeit. Ups. So, das. Den nehme ich schon mit. Ja, ist ja gut. So, mal kurz gucken. Was brauche ich für einen Schotterweg? Ich brauche Steine. Habe ich Steine? Ja, habe ich. Perfekt. Nehmen wir davon mal 5. Und ich brauche tatsächlich noch mal ein Tor. Und mehr kann ich gerade nicht bauen. Okay. Okay. Alles klar, ich verstehe. Ah, ich brauche tatsächlich noch ein zweites. Ist ja kacke. Nee, brauche ich nicht. Hä? Wie mache ich das jetzt bitte? Das. Warte mal. Okay, geht noch. Damit du durch einen Zaun hindurchgehen kannst. Ach, warte, man muss das hier unten hinstellen? Nee. Okay. Ich habe keinen Plan, was ich da machen muss. Ziemlich strange mit dem Tor. Lauf erstmal über unsere Saat. Why not? Oh, ich bin wieder erschöpft. Ja, gut. Ich würde sagen, dann machen wir gerade mal den Weg hier weiter. Schotterweg.
Gut, das passt. Ja, gut. Dann gehen wir erstmal gucken, dass wir was essen gehen. Aber mit dem Tor, das ist ja echt blöd. Wie mache ich denn das mit dem Tor? Merkwürdig. Aber okay. Hier. Auf jeden Fall. Nice. Ach, gut, ich muss mal darauf achten, dass ich nicht mal alles verballer an Ausdauer, damit ich nicht so schnell erschöpft bin und ein bisschen schneller laufen kann. Ich glaube, wir gehen mal zur Kneipe. Vielleicht haben die ja irgendwas, was wir gebrauchen können. Wir haben jetzt sowieso erst 12 Uhr. Halt, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, dich haben wir schon mal angequatscht. Louis? Ja. Der gute Louis. Guten Tag, der Herr. Ich hätte gern was von Ihnen. Ja. Das wollte ich nicht. Kann ich jetzt mit dem nicht reden? Hallo? Hallo? Ach, muss ich tatsächlich da runter? Da hoch zu dem? Oh, das ist ein Bug. Ja, ich will tatsächlich ein Getränk, wenn das mal geht. Was haben wir denn hier? Ach, die Kasse? Ah! Teuer. Ich glaube tatsächlich in dem Punkt. Ich glaube, in dem Punkt ist das Brot schon ganz nice. Wird auf jeden Fall uns einiges bescheren. Yeah, wir haben es wieder geschafft. Wir haben 50 Energie gepusht. Was haben wir denn da? Ich backe heute Kekse. Ich mag es im Frühling Blumenform zu benutzen. Vielleicht verrate ich dir eines Tages mein Rezept. Oh, das wäre sehr nett von Ihnen, gnädige Dame. Aber leider habe ich mit Ihnen schon mal gesprochen. Okay, wir gehen mal. Was haben wir hier? Ich frage mich, ob ich Pierre dazu bringen kann, heute das Abendessen zu machen. Ach, das ist in der Louis. Nichts geändert. Haben wir noch jemanden? Ach, das ist der Griesgram. Okay, mit dem wollen wir nicht reden. Beziehungsweise wir haben schon mit ihm geredet. Im vorletzten Part. Und gehen wir mal zum Strand, wenn ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin überhaupt. Nee, bin ich nicht. Nein! Aber okay, wollen wir eh mal kurz dann hier rein. Weil, ich gehe mal davon aus, dass hier noch ein paar Leute sind, mit denen wir reden können, wie Demi zum Beispiel, dem Herren. Willkommen in Jaja-Markt. Wie geht es dir heute? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Jaja-Kundenzufriedenheit. Wenn du dich dazu entschließt, ein Jaja-Mitglied zu werden, werde ich in deinem Beitritt mit Freunden unterstützen. Willkommen in Jaja-Markt. Wie geht es dir heute? Ich vergebe ab sofort Mitgliedschaften. Mit einer Jaja-Mitgliedschaft kannst du Verbesserungen in unserer Gemeinschaft mit Hilfe unseres entschlossenen Personals durchführen. Zu einem Preis natürlich. Oh, und noch was. Bürgermeister Lewis hat uns versprochen, sollte noch irgendjemand beitreten, würde er zustimmen, dass wir diese alte Gemeinschaftszentrum in eine Lagerhalle umfunktionieren. Ist das nicht wundervoll? Eine Mitgliedschaft kostet 5000 Gold. Und möchtest du einen beitreten? Nein, das geht nicht, weil wir nur 42 Gold haben. Und ich glaube nicht, dass sie dich damit dann zufriedenstellen. Da haben wir noch jemand. Shane ist hart bei der Arbeit. Es scheint kein Interesse an seinem Gespräch zu haben. Hey, der ist so uncool. Man redet mit seinem Farmer des Vertrauens, ja, also bitte. Da schon. Ach, die Pam wieder. Die Pam. Was steht hier auf dem Podest? Okay, lassen wir uns einfach mal weiter da rumgammeln. Wir machen uns gerade mal auf den Weg zum Strand. Und werden vorher erstmal den Schmied besuchen, weil ich denke mal, der hat bestimmt irgendwas. Hi, ich bin Clint. Der Bruder von Flint. Der Schmied der Stadt. Wenn du jemals deine Werkzeuge verbessern willst, bin ich dein Mann.
Alles klar, Flint. Werkzeuge verbessern. Ach, nice. Okay, dafür brauche ich Kupfer, das habe ich aber nicht. Abgesehen vom Kupfer, dass ich noch 2000 Gold brauche, das habe ich auch nicht habe. Okay. Okay, gehen wir hier mal rein. Howdy, Partner. Hallo, willkommen im Sternen-Tautaler Archäologenbüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor bat mich, sich der ganzen Sammlung aus der Staub gemacht. Natürlich war es ein voll krass korrektes Deutsch, deswegen das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralien da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Nö, will ich nicht. Genauso. Zählt er eigentlich dazu? Jo, tatsächlich. Oh, guck mal, ein Teddybär. Ob ich richtig bin oder nicht, seht ihr, wenn das Licht angeht, wie das Licht zum Beispiel. Aber tatsächlich ist hier keiner mehr drin. Gut, das heißt, wir brauchen hier mit keinem mehr zu reden, außer dem Hiopai da oben an der Informationstheke. Und wir gehen davon wieder raus. Hier kann man nichts machen. Hier ist ein Mülleimer. Der schnüffelt an Mülleimer. Boah, ist das ekelhaft, der Kerl. Gut, jetzt gehen wir mal runter zum Strand, was natürlich hier nicht geht, weil hier uns allesamt die Bäume im Weg stehen. Wow. Haben wir mit dem schon geredet? Mit dem Lackaffen hier? Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir dürfen jetzt 24 haben und es fehlen noch 4 Leute, Leute. Es fehlen noch 4! Und ich glaube, der einen davon, den werden wir jetzt erwischen, wenn wir am Strand sind. Hoffe ich zumindest. Oh, ja. Hier kommt eine kleine Sequenz. Ahoi, Bürschchen. Ahoi, Brause. Ich habe gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Siehst du meine schicke Pfeife? Ich rauche so einfach nur, was cool aussieht. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Mond auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang, habe eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Aber tatsächlich brauche ich die Angel nicht und würde sie dir gerne geben. Hier, du kannst meine alte Angel haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Da 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 da. Und damit sind wir im Besitz einer alten Angel. Du hältst Bambusstange. Wow. Hey Maestro, Bambus, really? Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh, ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft sich bestimmt. Hohohoho. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob dein Vater irgendwie irgendwas mit der Nase hat, aber ich glaube nicht, dass man was Stinkendes einfach verkaufen kann. Und das für gut Geld. Aber gut. Wir nehmen es einfach hin und sagen dem. Was? Der zählt nicht dazu, really? Halt. Murmel, murmel. Wie? Ich würde dir meine Gedanken verraten, aber die sind Fischergeheimnisse. So eine Scheiße brauche. Der zählt nicht? Was? Was ist das für ein Kack? Ich will mal angeln, geht das? Oh. Tschakka. Wow, nichts geangelt. Egal. Howdy, Partner. Es dürfte tatsächlich noch hell genug sein, um noch mit allen Leuten hier zu reden. Eventuell. Gucken wir mal. Die Geräuschekulisse ist auch schon ziemlich nice. Es ist verschlossen. Uncool. Oh, ja. Tschakka. Oh, scheinbar wollen sie mit mir nicht reden, das ist nicht dolle. Wir haben dann hier Schickes. Oh, ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot, ich lebe in einer kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Gut, dann haben wir das erledigt, dann brauche ich dich nicht mehr fragen. Das heißt, wir haben jetzt 25 Leute. Nice one. Jetzt ist nur die Frage, wo ich die letzten drei finde. Theoretisch müsste ja eigentlich einer am Friedhof stehen, oder? Weil ich meine, am Friedhof, Aber okay.
Ein Kirschblütenbaum. So kirschig, blütig und rein. Oh, du bist ein neuer Bauernjunge, oder? Ja. Hä? Oh, ich bin Haley. Hallo, Haley. Wenn du nicht diese entsetzlichen Klamotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Ey, Puppe, was soll das denn jetzt heißen? Hey, ja, das ist ein bisschen Stress haben. Da komm eins gegen eins, durch die Tür. Ich zeig dir, wo der Haken hängt. Ihr versteht, Leute, der Haken. Also, das heißt, mir fehlen noch zwei Leute. Und ich habe gerade keinen Plan, wo die sind. Warte mal, ist es nicht einer von denen? Nein! Der Boy ist es nicht. Der war das. Die gehört jetzt also der Hof, was? Interessant. Ich habe vorher noch nie einen Bauern getroffen. Ah. Vielleicht kannst du mir eines Tages zeigen, wie man Gemüse anpflanzt. Oh, Baby, das werde ich. Die zählt aber anscheinend nicht dazu. Interessant. Uncool. Uncool. Habe ich mit dem Mann schon geredet? Ja, müsste eigentlich. Warte mal, ich habe doch so eine nette Karte, nämlich Soziales. Und da müssen noch zwei Leute stehen, die ich theoretisch noch nicht angequatscht habe. Oh, es sind sogar drei. Ups. Okay. Jetzt nur die Frage, wo sind diese Leute? Zwei Herze? War das Abigail, mit der ich da zusammen sein möchte? Ja, doch, Abigail ist doch eigentlich in Ordnung. Aber darum kümmern wir uns erstmal später. Ich würde gerne mal gucken, wissen, wo die drei hier sind. Zauberer, haben wir hier irgendwas mit Zauber? Ah, hier ist der Turm. Turm des Zauberers. Ja gut, dann gucken wir, dass wir da hinlaufen. Da wird er wahrscheinlich auch da sein. Oh, das wird knapp. Ich glaube, da komme ich nicht mehr rein. Schatz. Gut, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause und beenden diesen Part. Ich meine, es sind jetzt zwar 17 Minuten, okay. Aber. Oh, Kacke. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt in den letzten beiden Parts ein bisschen überzogen habe. Ich meine, in den ersten Part, gut, es war sowieso der erste Part. Aber der zweite war auch ein bisschen länger, deswegen würde ich sagen, verkürzen wir diesen ein bisschen, damit das ein bisschen gleichmäßig dann rauskommt. Also, die gleiche Länge hat, ungefähr. Und ja. Dann würde ich sagen, legen wir uns hin und genießen die Show, nachdem ich gleichzeitig erstmal was abgelegt habe. Und vorher selbstverständlich die Kiste bewässert habe, weil, wie man weiß, muss man Kisten definitiv bewässern. Denn ohne das wächst die Kiste leider nicht. Tut mir leid. Und das war's. Okay. Ja, ich pinkel erstmal schön auf das Bett. Möchten Sie ins Bett gehen? Ja, nein, vielleicht. Na. Ja, ich will ja schlafen gehen. Hallöhö. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.